Ich weiß nicht, ob Sie das gestern wahrgenommen haben. Es ging gestern ein Bild durch die Medien aus dem thürischen Nordhausen. Dort hat sich die Erde einfach aufgetan. Es gab ein Rumoren, so beschreibt das die Feuerwehr nach einer Übung, und dann plötzlich ein Krater 50 Meter tief, der sich mit Wasser füllt. Ein Haus halb abgerissen, es ist Gott sei Dank niemand zu Schaden gekommen, die Straße weg, ein Riesenkrater. Man sieht noch im Haus ein Zimmer sozusagen zweigeteilt. Man sieht die Gegenstände, wie man dort wenige Momente vorher noch normal gelebt hat. Und plötzlich ein Riesenloch. Vielleicht ist es eine solche Erfahrung, die uns der Erfahrung der Jünger heute auf dem Berg Tabor näher bringt. Da entsteht plötzlich auch so etwas wie ein Loch. Das heißt, die Normalität der Erfahrung der Jünger wird durchbrochen. Sie müssen das lernen. Die Oberfläche, das, was Sie, oder sagen wir es so herum, das, was Sie als normal wahrnehmen, das normale Leben, so wie wir. Wir leben in einem Haus, wir fahren über eine Straße oder gehen über eine Straße, das ist plötzlich weg. Ein Riesenloch. So muss es den Jüngern vom Gefühl her ergangen sein, als sie auf diesem Berg waren und gewohnt sind, die Oberfläche zu haben. Sie leben mit diesem Jesus, sie gehen mit ihm. Er sagt ihnen etwas, sie hören zu, sie verstehen es nicht immer. Sie teilen wirklich ihr Leben mit ihm und sie halten das, was sie dort sehen, was sie erleben, für das wirkliche Leben. Sie halten das für die eigentliche Realität, so wie wir. Und plötzlich auf diesem Berg ein Durchbruch. So stark, dass die Jünger zunächst bei ihrer Realität bleiben. Was Petrus da sagt, oder bevor er sagt, haben sie erst einmal geschlafen. Sehr menschlich, sehr real. Viele halten das für die eigentliche Realität des Lebens, aber kann man sich auch täuschen. Was Petrus hier vorschlägt, ist da nicht irgendwie zu sagen, lass uns hier ein Wochenendhäuschen bauen oder eine Hängematte hintun, damit hier alle drei eine Möglichkeit haben. Das ist nicht das, was Petrus sagt. Sein Fehler besteht darin, dass er in seiner Realität bleibt. Was schlägt er nämlich vor? Drei Hütten. Und das bedeutet im Judentum, es sind drei Lehrhäuser, die da errichtet werden. Drei gleichberechtigte Lehrhäuser will Petrus bauen, damit wir die drei wichtigen Lehrer hören: Mose, Elia, Jesus. Darin besteht sein Fehler und er wird ganz von oben korrigiert. Es ist Jesus, auf den ihr hören sollt. Es ist Jesus allein, auf den ihr hören sollt. Das, was Mose gesagt hat, deutet auf Jesus hin. Wofür Elia gekämpft hat, deutet auf Jesus hin und wird von Jesus aufgenommen. Das wird nicht einfach zurückgelassen, es wird aufgenommen, es wird erfüllt. Für uns, liebe Schwestern und Brüder, gibt es, wenn man so will, in diesem Bild nur ein Lehrhaus. In diesem Lehrhaus haben Mose und Elia ihren Platz. Sie sind sehr wichtig, aber sie stehen nicht gleichberechtigt neben Jesus. Die Realität des Sohnes, die Realität Gottes bricht hier in die normale Welt ein. Das ist das, liebe Schwestern und Brüder, wozu uns dieser zweite Fastensonntag auf dem Weg nach Ostern führen will. Wie lächerlich, vielleicht finden Sie dieses Bild, Sie werden es in der Zeitung sehen, spätestens am Montag oder im Internet, eine Straße mit einer hauchdünnen Asphaltdecke. Das ist wirklich so winzig. Und das ist aber doch das, was uns trägt. Denken wir. Da vertrauen wir uns mit dem Auto an, wir gehen zu Fuß darüber und plötzlich dieses Riesenloch. So ist es mit der Wirklichkeit Gottes, die uns heute als die eigentlich tragende Wirklichkeit entgegenkommt, die unsere Normalität durchbricht und unsere Normalität, unsere Realität so lächerlich erscheinen lässt.
Wie viele Stimmen gibt es heute, die uns weismachen wollen, das, was ihr seht, das, was ihr vor Augen habt, das, was ihr prüfen könnt, ich kann das hier anfassen, ich weiß, das ist irgendwie Holz, das ist das Einzige, was zählt. Das weiß ich ganz sicher. Im nächsten Moment kann uns das wegrutschen. Das ist die Wirklichkeit. Wenn wir als Christen darum wissen dürfen, dass hinter unserer oberflächlichen Realität die eigentliche Realität, die Präsenz Gottes ist. Und dazu sollen wir hingeführt werden in diese Gegenwart Gottes. Ich habe den letzten Tage schon einmal erwähnt, ein großer Heiliger der russischen Kirche, Serafim von Sarow, sagt, als er gefragt wird, was ist das Ziel des Lebens, was ist der Sinn des Lebens? Er gibt darauf eine sehr klare Antwort. Aber ich bin nicht sicher, ob alle mit dieser Antwort zufrieden sind. Der Sinn des Lebens ist, in den Besitz des Heiligen Geistes zu kommen. Können jetzt einige sozusagen die richtigen Insider sagen jetzt, kein Problem, ich bin gefirmt, habe ich. Den Heiligen Geist, den habe ich in der Tasche. Aber liebe Schwestern und Brüder, den Heiligen Geist kann man nicht in der Tasche haben, auch wenn man gefirmt ist. Man muss sich diesem Wirken des Geistes immer neu aussetzen, denn was bedeutet es? Es bedeutet es, sich vom Geist Gottes führen lassen. Wie Paulus das eben an die Philipper sagt, das, was ihr für Realität haltet, wo ihr euch immer niederlasst, ob in dieser oder jener Stadt oder bei eurem Bauch oder sonst irgendwo, das ist nicht die Heimat, das ist nicht der Ruhepunkt. Da sind wir noch nicht am Ziel, sondern das sind Abwege. Der Geist Gottes führt uns in die Gegenwart Gottes, in sein Licht, in das Licht, das uns heute vom Tabor in unsere dunkle Wirklichkeit hineinleuchtet und das uns zeigt, was die eigentliche Realität unseres Lebens ist, wohin unser Leben zielen muss, was wir als Punkt anvisieren müssen. Und wenn wir uns von diesem Licht bescheinen lassen, wird es uns verändern. Es gibt viele Begebenheiten, die man von diesem russischen Heiligen erzählt. Ein Gutsbesitzer ist ihm einmal begegnet und konnte ihn nicht anschauen. Und Serafim fragt ihn, warum schaust du mich nicht an, wenn ich mit dir rede? Und dieser Gutsbesitzer sagt, du leuchtest so stark wie die Sonne. Ich kann es nicht ertragen. Auf diesem Heiligen, in diesem Heiligen, war das Taborlicht angekommen, die Gegenwart Gottes. Wenn er Beichte hörte, hat er anschließend seine Beichtkinder geküsst und gesagt, Christus ist auferstanden. Die Mitteilung des Taborlichtes, des Lichtes, in dem menschliche Schuld dahinschmilzt und keine Rolle mehr spielt, weil die Gegenwart Gottes so stark ist, stärker als Schuld, stärker als Tod, stärker als Sünde und Teufel und all das, was uns von Gott wegbringen will und ablenkt. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist die Lektion dieses Sonntags. Auf unserem Weg wieder neu Christ zu werden. Suchen wir dieses Licht. Suchen wir die Begegnung mit Christus. Vielleicht gehe ich Ihnen auf die Nerven, aber ich mache nochmal einen Versuch. Es ist schön, wenn Sie sonntags kommen. Ich habe letzten Sonntag darauf hingewiesen, man kann auch werktags in die Kirche gehen. Es ist ein bisschen unerhört geblieben. Aber ich mache nochmal einen Versuch, in das Taborlicht zu stellen. Vielleicht fällt Ihnen ein, ja stimmt, letzte Woche hat es nicht geklappt, es war zu viel los. Was ist los? Es gibt immer gute Argumente. Aber gibt es etwas Wichtigeres, als von diesem Taborlicht berührt zu werden im Sakrament? Ein Licht, das unser Leben verändert, das uns auf Christus wieder ausrichtet, uns ganz zu ihm zieht? Was ist das Ziel unseres Lebens? Machen wir uns diese Antwort des Serafim von Sarow zu eigen. In den Besitz des Heiligen Geistes zu gelangen, in diesem Licht zu leben und in diesem Licht verändert zu werden, auf Gott hin. Dass wir selber das werden, so wie die alten Christen die Getauften bezeichnet haben, Photismoi,
Erleuchtete und Leuchtende, wir in dieser dunklen Zeit.